Ritzlügritzlüger. Video. Autor D. Seltsamkenzi. Die Filmaufnahmen hat der Autor Seltsamkenzi selbst kürzlich im Yellowstone Nationalpark in den USA gedreht. Der Grizzlybär, auch Grizzly bzw. alte Rechtschreibung Grizzly, teils auch Grizzly, Ursus arctos horribilis, ist eine in Nordamerika lebende Unterart des Braunbären. Ging man in früherer Zeit noch von zahlreichen verschiedenen Unterarten auf diesem Kontinent aus, so werden heute in der Regel alle dort lebenden Braunbären mit Ausnahme der Kodiakbären als Grizzlybär bezeichnet. Die Fellfärbung und die Größe dieser Tiere variieren in ihrem Verbreitungsgebiet. Der Begriff Grizzly, aus dem Englischen für gräulich, spricht auf das Oberfell an, dessen Haare häufig an den Enden graue Spitzen aufweist oder von hell zu dunkel kangiert. Besonders Tiere in den Rocky Mountains weisen dieses Merkmal auf, das besonders stark an Rücken- oder Schulterpartei ausgeprägt ist. Grizzlys können aber auch rotblond, gelbbraun, dunkelbraun oder fast schwarz gefärbt sein. Gelegentlich haben sie einen großen weißen Fleck auf der Brust, der sich kragenähnlich bis zu den Schultern hinziehen kann. Eckige Klammer auf 1, eckige Klammer zu. Die Farbe des Fells hängt vor allem vom Lebensraum, im Speziellen von der Nahrung und vom Klima, ab. Nach dem Abwurf des Winterfells ist das neue Deckhaar regelmäßig dunkler. Kurz vor dem Wechsel des Sommerpelzes in den Winterpelz hat das Fell eine hellere, fast farblichen wirkende Tönung. Dies ist häufig bei Individuen der Fall, deren Grundfärbung braun oder blond ist. Die Größe des Grizzlybärens nimmt generell von Norden nach Süden ab. Während die Tiere im Norden bis zu 680 Kilogramm wiegen können, sind sie im Süden mit 80 bis 200 Kilogramm bedeutend leichter. Überall sind die Männchen deutlich schwerer als die Weibchen, durchschnittlich um das 1,8-fache. Die Kopfrumpflänge der Grizzlybären beträgt 1,5 bis 2,5 Meter. Sein Schwanz misst 10 bis 12 cm. Die Schulterhöhe liegt bei bis zu 1,5 Meter. Der Körperbau entspricht dem der übrigen Bären, der Körper ist stämmig, die Gliedmassen lang und kräftig. Die Füße tragen jeweils 5 nicht einziehbare Krallen. Wie alle Bären sind Grizzlys Sohlengänger. Der Schwanz ist ein kurzer Stummel, der Kopf ist massiv und rund. Wie alle Braunbären weist er einen Höcker am Nacken auf, der aus einer kräftigen Muskelmasse besteht. Diese braucht er, um seine Vorderpranken wirkungsvoll einzusetzen. Mit seinen Pranken jagt er, fängt Lachse, wendet Steine zur Nahrungssuche und gräbt Höhlen. Neben dem Buckel am Nacken ist die stärker vom Kopf abgesetzte Schnauze ein Kennzeichen, das ihn vom oft gleichgefärbten amerikanischen Schwarzbär unterscheidbar macht. Bei Schwarzbären ist außerdem die hellere Tönung um die Nase bis zur Schnauze hin ausgeprägter als bei Grizzlybären. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Grizzlybären umfasst weite Teile des westlichen und mittleren Nordamerika. Er stammt von einer eurasischen, über die zeitweise trockene Beringstraße eingewanderten Braunbärenpopulation ab. Er verbreitete sich in Wäldern und der Tundra des ganzen Kontinents bis nach Mexiko. Wie weit sein Verbreitungsgebiet nach Osten reichte, ist unbekannt. Knochenfunde von der Halbinsel Labrador, aus Kentucky und Ohio deuten an, dass es weiter reichte als ursprünglich angenommen. Der Rückgang der Populationen begann möglicherweise bereits, als die Indianer dank der von den Spaniern eingeführten Pferde ihre Jagdtechniken verfeinerten. Mit der großflächigen Besiedlung des Landes durch die Europäer ging dann ein drastischer Rückgang der Bestandszahlen und des Verbreitungsgebietes einher. Als wichtiges Rückzugsgebiet erwies sich der 1872 gegründete Yellowstone-Nationalpark. Im Kerngebiet der Vereinigten Staaten, den 48 zusammenhängenden Staaten ohne Alaska und Hawaii, leben heute zwischen 1100 und 1200 Tiere in mehreren isolierten Populationen im nordwestlichen Landesteil. Im größeren Yellowstone-Ökosystem um den Yellowstone-Nationalpark und den angrenzenden Grand Teton-Nationalpark leben über 500 Tiere,
im Glacier-Nationalpark und seinem Umfeld zwischen 400 und 500, im amerikanischen Teil des Selkirk-Gebirges etwa 40 bis 50, im Cabinet-Lark-Gebiet an der Grenze zwischen Idaho und Montana etwa 30 bis 40 und im nördlichen Kaskadengebirge um den North Cascades Nationalpark etwa 5 Tiere. Eckige Klammer auf zweieckige Klammer zu. In Kanada sind sie ebenfalls aus den mittleren Landesteilen verschwunden und kommen heute nur noch in British Columbia, dem westlichen Alberta und in den nördlichen Territorien vor. Im dünn besiedelten Alaska sind sie noch relativ häufig. Die heutige Gesamtpopulation wird auf rund 50.000 Tiere geschätzt. Grizzlybären sind normalerweise Einzelgänger und sowohl Tag- wie Nacht aktiv. Eckige Klammer auf dreieckige Klammer zu. In Regionen, in denen sie nur selten mit Menschen zusammentreffen, nutzen Grizzlys häufig subalpine, offene Almen während des Tages zur Futtersuche und entfernen sich dabei weit von dichtem Buschwerk und Bäumen, die ihnen Sichtschutz geben können. Die besonders heißen Tageszeiten verschlafen sie. Ihren Aktionshöhepunkt haben sie in der Regel während der kühleren Tageszeiten und in der Dämmerung. Ein besonders üppiges Nahrungsangebot, wie es in bärenreichen Regionen oder an Flüssen während der Laichzeit der Lachse besteht, führt manchmal zur Ansammlung vieler Bären. Trotz seines maßigen Körperbaus kann der Grizzlybär eine Geschwindigkeit von über 60 km pro Stunde erreichen. Außer bei der Jagd bewegt er sich allerdings meist in gemächlichem Tempo. Normalerweise geht er auf allen Vieren. Um einen besseren Überblick zu erlangen, kann er sich auf die Hinterbeine stellen und so auch einige Schritte gehen. Grizzlys halten während der kalten Jahreszeit eine Winterruhe. Da die Körpertemperatur nur wenig zurückgeht und sie leicht aufzuwecken sind, spricht man nicht von einem echten Winterschlaf. Um sich darauf vorzubereiten, legen sie im Spätsommer und Herbst einen Fettvorrat an. In Zoo gehaltene Grizzlys sind häufig auch im Winter aktiv, wenn auch mit einer gewissen Lethargie. Die Winterruhe ist vor allem auf eine Reaktion auf ein vermindertes Nahrungsangebot und weniger auf die Kälte zurückzuführen. Eckige Klammer auf viereckige Klammer zu. Berghänge, an denen Grizzlys ihre Winterhöhlen haben, haben in der Regel eine Neigung von 25 bis 45 Grad. In seltenen Fällen sind sie noch steiler. Grizzlybären nutzen häufig Hügel, die besonders dicke Schneedecken aufweisen. Grizzlybären sind wie die meisten Bären Allesfresser. An pflanzlicher Nahrung stehen Gräser, Kräuter, Schösslinge, Blüten, Wurzeln, Knollen, Nüsse und Pilze auf ihrem Speiseplan. Im Sommer und Herbst machen Bären einen wichtigen Bestandteil ihrer Nahrung aus. Bären haben zwar im Vergleich zu anderen Karnivoren einen verlängerten Darm. Sie können aber im Vergleich zu Wiederkäuern an nährstoffenarme Pflanzen nur schlecht voll verwerten. Sie bevorzugen daher Pflanzen, die voll reif und leicht verdaulich sind. Eckige Klammer auf sechseckige Klammer zu. Im Frühjahr steht diesen Nahrung noch nicht zur Verfügung. Grizzlybären fressen dann vor allem Pflanzenschösslinge und frische Triebe wie beispielsweise die der Prachthimbeere sowie Wurzeln. Eine große Rolle spielen zu dieser Zeit vor allem die Wurzeln verschiedener Süßkleearten. In vielen Teilen ihres Verbreitungsgebietes halten sich Grizzlys zu Beginn des Frühjahrs immer knapp unterhalb der Taulinie auf, um von diesem frischen Frühlingswuchs zu profitieren. Eckige Klammer auf siebeneckige Klammer zu. Die Fête de Pâques, die zur Überwinterung notwendig ist, legen Grizzlybären jedoch erst im Sommer und Herbst an, wenn Beeren und Früchte reifen. Kanadische Büffelbären spielen eine wesentliche Rolle in dieser Zeit. Anhand des Kots von Bären hat man geschätzt, dass Grizzlys täglich bis zu 200.000 dieser kleinen Bären fressen. Eckige Klammer auf achteckige Klammer zu. An fleischlicher Nahrung nehmen sie unter anderem Insekten und deren Larven zu sich, die trotz ihrer geringen Größe eine erhebliche Rolle als Fett- und Proteinquelle spielen. Insbesondere in schlechten Bärenjahren fressen Grizzlybären während des Sommers große Mengen an Grillen, Heuschrecken sowie Ameisen und deren Larven.